Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zur mittlerweile fünften Folge von der von mir ins Leben gerufenen FIFA Ultimate Team Rival Challenge in FIFA 20. Ja, letztes Mal gab es ja Gott sei Dank ein Rage Quit bzw. halt Serverprobleme von EA, die dafür gesorgt haben, dass wir ein sofortiges, verficktes, nochmal neues Gold-Upgrade bekommen. Sonst hätten wir richtig hart aufs Maul bekommen, weil ich glaube nicht, dass Pirlo dieses Spiel besser gewesen wäre als das Spiel zuvor. Wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Ich bin ein bisschen heiser. Es sind auch mittlerweile ein paar Stunden vergangen. Ist auch gut, dass ich mittlerweile heiser bin. Ist mitten in der Nacht. Wenn ich jetzt noch rumschreien würde, dann würde ich, glaube ich, so ordentlich aufs Maul bekommen. Deswegen, wir hoffen einfach mal, dass es auch dieses Spiel besser gehen wird. Wie gesagt, wir machen jetzt sofort nächste fucking Gold-Upgrade. Ich habe zwischenzeitlich überlegt, ob ich nicht doch was an der Verteidigung ändere, weil Everton, ich habe den schon öfter auch so gespielt, der gefällt mir jetzt nicht so krass. Van Drongelen wäre eigentlich schon, würde ich eigentlich schon gerne nehmen. Aber ich habe mir überlegt, ich gebe ihm nochmal eine Chance. Wenn er dieses Spiel nochmal scheiße sein wird, werde ich Everton nochmal wieder reinnehmen. Dann bleibt Van Drongelen für immer draußen. Das Wichtigste aber an allem, dass der wegkommt. Und dass wir Benedetti erstmal da reinstellen, damit wir schön weiterzocken können. Und wir tauschen dann nochmal die beiden hier. Dann müssen wir die taktischen Einstellungen machen. Ich mache das nicht alles schön mit euch zusammen, dass ihr genau nachvollziehen könnt, was ich hier alles mache. Und warum ich was so mache und dass ich hier nichts betrüge oder so eine Scheiße. Offensiv einstellen. Aufstellung, zack. D, Pirlo lassen wir da stehen. Wir tauschen einfach nur die beiden Insigne-Brüder. Das reicht schon. So. Sehr offensiv. Aufstellung. Damit wir das endlich mal lernen. Genau. Nee, das war sehr defensiv. Warte mal, nee, nee. Eben hat er gerade hier komplett falsch. Was hatten wir denn für eine Aufstellung in dem ersten der beiden Spiele? Genau so. Genau so. Ja. So, Benedetti und Diaz tauschen. Ich würde sogar sagen, Diaz stellen wir dahin. Damit wir eine doppelte Torchance haben mit einem unserer Starspieler. Machen wir so. Kittel kann ins Mittelfeld, Lorenzo Insigne kann ihn auf dem linken Flügel. Weil Kittel kann nicht auch gut ZM spielen, passt dann ganz gut. Sehr Offensivtaktik haben wir dann jetzt auch erstmal fertig. So, dann wollen wir mal nachgucken bei sehr defensiv, ob ich schon eingestellt habe, dass die Flügelspieler außen hinten bleiben. Anweisungen hinbleiben bei Angriffen, hinten bleiben bei Angriffen, genau. Jetzt nochmal die Rollenverteilung hier nochmal überprüfen. Einmal automatisch, gut, bleibt er so. Denn Kapitän natürlich wieder Diaz. Die Ecken lassen wir natürlich Lorenzo Insigne machen. Damit wir mit einem unserer beiden Starspieler halt ein Kopfballtor eventuell machen könnten nach der Ecke. Und Insigne kann halt auch gute Flanken schmeißen. Das ist halt das Gute. Da müssen wir halt jedes Mal, wenn wir einen neuen Spieler reinsetzen, überprüfen, ob das weiterhin dann so bleibt. Das ist das Wichtigste. Die Rollenverteilung. Weil wir dadurch halt eben nochmal eine Chance haben, weiterhin ein Tor mit Pirlo oder Diaz zu machen. Wir speichern diese Änderung und genau,
Guck mal, wegen Fitness sind alle auf 99 geblieben. Dadurch, dass die Server halt abgebrochen sind, passt es halt ganz gut. Wir machen jetzt mal schnell ein paar Verträge raufballern hier auf Bernadeschi. Komm. Nochmal. Das Gute bei Bernadeschi ist halt, dass er 5 Sterne schwacher Fuß hat. 5 Sterne Skill hat. Dafür hat er allerdings aber auch nur 3 Sterne schwacher Fuß. Ist aber noch akzeptabel für einen Flügelspieler. Ist jetzt nicht ganz so schlimm, weil er halt wirklich nur für das Flankenschmeißen da ist. Die 5 Sterne Skill sind halt echt praktisch, wenn man mit ihm mal durch die Mitte durchgehen muss. Oder auch mal, wenn der Gegner mit nach außen gezogenen Außenverteidigern spielt, dass man sich da auch nochmal rumdribbeln kann. Es ist sehr, sehr wichtig oder sehr, sehr gut, dass wir da einen 5-Sterne-Skiller haben, der eigentlich auch sogar. Na gut, die Stärke ist jetzt nicht so krass, sehe ich gerade. Aber wo ist denn seine Balance? Ja, gut, 79 geht. Wir müssen halt irgendwas finden jetzt für ihn an Jimmy Styles, was ganz gut zu ihm passen könnte. Jetzt gehen wir mal zu den Styles hin. Wir brauchen auf jeden Fall was mit Dribbling und Passen. Das ist das Wichtigste bei ihm, weil Tempo 81 geht eigentlich schon mal relativ fit. Passen, Dribbling, Artus, passt perfekt, würde ich sagen. Oder Engine? Aus Sicherheitsgründen eventuell, dass er nochmal ein bisschen Tempo dazu kriegt. Wir packen erstmal Engine drauf und gucken, ob das so uns gefällt. Von den Passwert, von dem Flankenwert und vom Dribblingwert. Balance, guck mal, hat er denn schon mal 89? Lässt sich schon mit arbeiten. Flanken. Ganz ehrlich, das scheiß mal aufs Tempo. Wir ballern ihm doch ein Artis drauf. Hoffen wir mal, dass es auch den gewünschten Unterschied macht. Guck mal, Flanken 92. Balance hat er, da kriegt er da aber nur plus 5. Eieieiei. Ja, komm, scheiß mal auf die Balance. Flanken ist das Wichtige. Wir müssen natürlich ein paar Abstriche hier und da machen. Ist natürlich klar. So. Genug gelabert. Zeit für die Action. Zeit, um zu zeigen, was die Mannschaft drauf haben kann oder was die Mannschaft drauf haben sollte. Wir haben jetzt zwei Goldspieler. Ja. Vier dürften wir haben, um halt eine Niederlage als Sieg gelten zu lassen. Oder vier? Ja, genau vier. Weil die beiden Starspieler, die zählen ja nicht mit. Genau. Also zwei Goldspieler-Upgrades dürften wir noch bekommen, um weiterhin noch ein Unentschieden als Sieg gelten zu lassen. Sobald wir fünf Goldspieler haben, war es damit. Denn es ist vorbei. Das heißt, wir müssen noch so gut es geht irgendwie versuchen, Siege zu sammeln durch halt eben unentschieden Spiele. Die ersten Spiele, wo wir halt noch so viele Silberkarten haben. Also Abfahrt, los geht's. Roy Fernandes bleibt auf jeden Fall so lange im Tor, wie es geht. Bis er halt dann nachher nicht mehr auf 10 Chemie ist. Deswegen, da muss ich mir noch irgendwie was einfallen lassen. Ja, ich hoffe, die Server gehen jetzt mittlerweile. Kommt schon. Ich will unbedingt eine Folge Rivals aufnehmen. Sonst habe ich hier komplett umsonst gelabert und dort alles umsonst aufgenommen. Komm schon. Komm schon. Kein Gegner gefunden. Bitte versuche es später nochmal. Probieren wir nochmal. Probieren wir noch mal.
komm. Es ist 3 Stunden her, die Server müssten doch jetzt mittlerweile mal gehen. Wir brechen mal ab, wir gucken mal nochmal. Spielen, Freundschaftsspiele. Mein Vater? Ah, mein Vater. So. Sofa Gameplay. Ist sowieso scheißegal, wir brechen das Spiel sowieso wahrscheinlich gleich ab. Nee? Die Server gehen. Die Server gehen. Also wo bleibt ihr hier? Bösen Männer, die gegen mich spielen. So. Mein Hals brennt. Kann jetzt bitte irgendeiner kommen hier? Irgendeiner? Und Abfahrt. Finde einen Gegner. Bitte. Bitte. Mir brennt der Hals. Ich will nicht so viel reden noch weiterhin. Ich will auch nicht, dass die Folge, keine Ahnung, 50 Minuten geht. Da habe ich keinen Bock drauf. Finde einen Gegner. Ich will ja auch nichts schneiden, ist das Problem. Oh Gott, ich sollte aufhören, so hoch zu reden. Das tut scheiße doll weh im Hals. Jetzt trink nochmal schnell einen Schluck, bis sich da ein Gegner gefunden hat. Oder auch nicht, wahrscheinlich. Meine Voraussage ist eher wahrscheinlich nicht. Komm schon. Wenn das jetzt nichts werden sollte, dann muss ich das halt als Folge 4.1 hochladen. Leider Gottes. Es tut mir leid. Kann ich denn nicht ändern? Ich will ja, ihr seht es ja. Aber ich darf nicht. Ach, kommt! EA! Als ob keine Sau jetzt gerade Rival spielt. Keine Sau. Irgendeiner spielt bestimmt Rivals. Oder will bestimmt Rivals spielen. Ey, das könnt ihr mir nicht erzählen. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Oh, leckt mich doch, EA. Also das ist gerade ein Hoch und Tief. So ein Hoch und Tief, wie ich es eigentlich nicht haben wollte. Das erste Tief, wo wir die richtige Klatsche bekommen haben. Wo Pulu nichts gerissen hat und Van Drongelen richtig hart reingeschissen hat. Und dann kam es hoch mit dem Spielabbruch. Und jetzt geht's wieder nach unten. Yay. Danke, EA, danke. Als ob keine verfickte, Entschuldigung, dass ich das sagen muss, als ob keine verfickte Sau auf diesem Planeten gerade Rival spielt in Division 10. Das kann mir keine Sau erzählen. Ey, komm, komm. Wir probieren noch mal etwas. Wahrscheinlich kommen wir jetzt nicht mehr rein, weil die Server immer noch eigentlich down sind. Das ist meine Voraussage. Ach man, ich will doch nur meine Challenge weitermachen. Ich will meine Mannschaft upgraden. Und vor allem will ich nicht so viel reden. Oh. So, bitte. Please. AA. Please, EA. Please. I want a match. I want a match. Very, very gerne. Scheiße. Mein Englisch lässt mittlerweile zu wünschen übrig. Stand Englisch auf 1. Die ganze Berufsschule über. 10. Klasse, glaube ich. Also, Englisch war immer ein großes Problem bei mir. 10. Klasse hat auf einmal Klick gemacht. 10. Klasse stand ich, glaube 2. Berufsschule habe ich richtig rasiert. Habe ich alles rasiert. Wir haben 3 Reihen von Tischen gehabt. Und die mittlere Reihe, da saß ich, die war sehr
Das war die breiteste, das waren quasi vier. Nee, das waren fünf Tische aneinandergereiht. Und weil ich so der Beste aus dieser Bankreihe, sag ich mal, war, in der Mitte, musste ich allen immer denn alles geben. Beziehungsweise ich musste nicht, die haben halt nachgefragt und ich war halt so nett und hab's gemacht. So. Mit einer glatten 1,0 aus der Berufsschule rausgegangen in Englisch. Ich sag mal so viel. Davon ist nicht mehr so viel übrig geblieben. Da bin ich ganz ehrlich. Ich bin einfach zu faul. Ich spreche nicht so viel Englisch. Das ist mein Problem. Ich sollte im Normalfall mehr Englisch sprechen. Aber wann? Das ist das Problem. Ich gucke ja schon teilweise. Momentan gucke ich Family Guy. Extrem gerne. Und ich gucke es auf Englisch, damit ich mein Englisch wieder auffrische. Aber, naja, was soll's. Aber kann jetzt mal bitte irgendein Gegner kommen? Als ob keine Sau gerade Rival zockt. Ich werd die Folge als 4,1 hochladen müssen. Oder 4. Wir machen 4,5. Ich schreibe Nummer, also Hashtag 004 und dann in Buchstaben ein halb hinter. Weil es extra krass cool ist und so. Kann jetzt bitte irgendein Gegner kommen, mir brennt der Hals, ich will nicht weiter labern, ich will zocken. Ey, ey, als ob keine Sau gerade Rival spielt. Keine Sau spielt gerade Rivals. Wollt ihr mir das klar machen? Wollt ihr mir das echt erzählen? Ich glaube eher nicht. Ach Gott, das Spiel ist der letzte Rotz. Und ich habe keinen Bock mehr. Aber ich will die Mannschaft weiter voranbringen. Ich weiß, das widerspricht sich in sämtlicher und jeglicher Form. Aber da scheiße ich drauf. Als ob keine verfickte Sau gerade Rival spielt. Das könnt ihr eurer Mutter erzählen. Und selbst eure Mutter, die nichts von dem Spiel weiß, wird euch sagen, Alter, lasst doch die Leute spielen. Ich wollte gerade irgendwas Geiles sagen, mir fiel nichts ein. Ach so, EA, nur mal so eine Frage, ne? Kann man das machen, Digga? Ja, als ob keine Sau gerade Gottverdammt nochmal Rival zockt. In Division 10, Division 10, die niedrigste Division, die es gibt. Aber was soll's, EA sagt halt. Was guckst du mich da so doof an? Ich bin hier der Chef und zahle dir das Gehalt, du Arschloch. Also, hau rein in den Tasten. Na gut. In den Tasten reinhauen kann ich nicht, weil ich keinen Gegner bekomme. Und Geld kriege ich leider auch nicht von EA. Aber die sagen halt, ich bin der Boss. Dagegen antworte ich halt nur mit. Aber soll mir auch leider sein. Weil. Erst bin ich dran mit Wichsen. Und danach kannst du Reste essen machen. Okay? Ehrenbruder. Bruder. Da. Ja. Darauf hat EA dann aber Folgendes geantwortet. Ruf ich direkt mal deine Mom an. Einen Augenblick. Ja. Dann habe ich halt nur gesagt. Verpiss dich, du Hurensohn! Scheiße, muss ich selber lachen. Und dann hat EA halt geantwortet. Ich hatte deine Mom heute schon angerufen, aber die hat mir abgesagt. Ja. Bruder, muss los! Wobei meine Antwort darauf dann einfach nur noch war. Holy shit, was war seine Mission? Ja. Und ey, sagt mir jetzt gerade schon wieder. So.
Ich würde sagen, nach diesem Versuch machen wir noch einen Versuch. In beiden Versuchen wird kein Gegner kommen, ist meine Voraussage. Ja, genau. Auch jetzt im letzten Versuch wird kein Gegner kommen. Und damit wird es eine 4,5 Folge geben. Weil es kein Gegner gibt in Division 10. Es spielt keine Sau gerade Rivals in Division 10. Das wollt ihr mir doch nicht ernsthaft klar machen. Ich weiß nicht, wie viele Versuche ich jetzt gemacht habe. Ihr könnt es ja gerne mal zählen. Beziehungsweise ich zähle es selber. Und schreibe es ganz oben in die Beschreibung rein. Noch vor dem Regelwerk. Gott. Ey, das ist doch so ein ekelhaftes Spiel. Oder bekomme ich jetzt keinen Gegner, weil das Spiel gerade abgebrochen war? Weil ich habe nämlich eine Nachricht bekommen, dass ich angeblich das Spiel abgebrochen haben soll und deswegen jetzt weniger Münzen bekomme. Ich kann ja, ich meine, ihr habt das schon öfter gehabt. Was kann ich denn dafür, wenn EA die scheiß Server nicht unter Kontrolle hat und die scheiß Spiele und die scheiß Server abbrechen, während man im Spiel ist? Da kann doch der Spieler nichts für. Aber was soll's. Damit herzlich willkommen zu EA verarscht uns wieder. Aber was soll's, dafür haben wir einen witzigen Titel. 4 Punkt in Schreib, also in Buchstaben 1,5 Folge ist accepted. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Ich hoffe, dass es dann irgendwann mal eine nächste Folge gibt. Ich bin einfach nur froh, dass ich jetzt meinen Hals schonen kann. Ich habe mir noch so nach dem letzten Video die Seele aus dem Leib geschrien. Weil dieser Pisskopf mir so auf den Sack geht. Oh Gott, mein Hals. Weil dieser Pisskopf mir. Entschuldigung. Weil dieser Pisskopf mir einfach nur so auf den Sack ging. Aber scheiß drauf. Genauso wie er hier. Nein, 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 er. Genau er. Ach. Mann. Was soll's? Ich kann nicht sagen, dass ich es nicht versucht habe. Ein allerletzten Versuch. Ist jetzt wirklich der letzte. Genauso wie ich schon bei FIFA 18 gesagt habe, das war das letzte Mal FIFA. Und auch bei FIFA 19 gesagt habe. Also das war jetzt wirklich das letzte Mal FIFA. Ja. Aber soll's. Scheiß drauf. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, gut, dann wird das Thema auch abgeschlossen. 4 Punkt in Buchstaben, 1,5 Folge ist accepted. Dankeschön, EA, dass ihr mich nicht zocken lasst. Warum auch immer. Vor allem, was soll das heißen? Kein Gegner gefunden, bla bla bla. Kein Gegner, der zu mir passt. Oder allgemein gerade das anscheinend wohl gerade keine Sau Rivals zockt. Was ich eher nicht glaube. Ich glaube mir eher, EA hat schon wieder seine Tage, allgemein heute. Aber was soll's. Wir sehen uns später. Bis dann. Haut's raus. Ciao. Bis zur richtigen Folge Nummer 5. So. Haut's raus. Ciao.